Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Knights of the Old Republic und es ist Finalstimmung. Wir sind hier kurz vor dem Kampf vor Revan, müssen uns aber noch mit den Schmieden-Druiden-Typen hier rum ärgern und schlagen. Ich weiß schon, wie wir es machen müssen. Wir müssen die Terminals deaktivieren, damit die Druidenproduktion hier zerstört wird. Das heißt, wir laufen so schnell es geht hier rüber zum Typ E und werden den auch deaktivieren. So, schnell, schnell. Generator deaktivieren. Perfekt. Weiter geht's, weiter geht's. Wir lassen jetzt einfach alle erstmal schön produzieren lassen. Ist mir scheißegal, wir machen die aber nur nächstes Ding aus. So, Ding für Ding. Ich bin so extrem aufgeregt, weil diesen Kampf mit Revan, den habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Ah! Okay. Daher weiß ich auch nicht, wie ich den machen muss. Aber wir werden schon den Weg finden. Nur noch zwei Terminals, die wir deaktivieren müssen. Perfekt. Das heißt, Terminal B wird deaktiviert. Explosion. Perfekt. Und ja, dankeschön. Und Terminal A wird auch noch deaktiviert. Und dann haben wir es geschafft. So. Und jetzt müssen wir nur noch alle zerstören. Was heißt nur noch? Das könnte ziemlich schwer werden. Oh, sie sind jetzt lieb. Hallo. Sie reden natürlich nicht mit uns, aber sie greifen uns auch nicht mehr an. So, die Stachelkiste, was macht die denn überhaupt? Das wollte ich nochmal kurz nachschauen. Hat jetzt einen Inhalt? Ah, Computersonden. Oh, das ist gar nicht mal so doof. Ich weiß nicht mehr, wie viele wir haben, aber es könnte sein, dass wir noch welche brauchen beim Kampf gegen Revan. Ich bin mir da nicht sicher. Ich meine, wenn wir die hier schon so geschenkt bekommen, dann nehmen wir sie doch mal gerne mit. Gerne und dankend nehmen wir sie mit. Heilen uns zwischendurch auch gleich mal. Flop. Ich glaube, es wäre ziemlich schwer geworden, hätten wir hier keine Sonden. Ich glaube, das wäre dann unmöglich gewesen, oder? Oder gibt es hier jetzt immer wieder... Ich glaube, die erschaffen immer wieder neue Computersonden hier drin. Deswegen blinken die auch so grün. Das heißt, hätte man nicht genug Computersonden, hätte man hier einfach immer kämpfen müssen, bis eben neue erschaffen werden. 7 Stück sogar. Nicht schlecht. Ja, stimmt. Ich glaube, hier werden immer Computersonden erschaffen und wird dann grün angezeigt, wenn welche da sind. Macht auf jeden Fall Sinn für mich. Gut. Ach ja. Ach ja, ach ja. Ich würde sagen, uns ist nicht, steht nichts mehr im Weg, dass wir uns zu Malak aufmachen. Habe ich eben Revan gesagt eigentlich? Ich meinte dann auf jeden Fall Malak. Also, auf in die Fabrik. Unheilvolle Musik. Wir öffnen die Tür. Oh shit. Oh shit. Nochmal speichern. Malak, deine Stunde ist gekommen. Kämpfe und verliere. Gut gemacht, Revan. Ich war sicher, die Abwehr der Sternenschmiede würde euch vernichten. Aber wie ich sehe, steckt offenbar doch mehr von eurem alten Ich in euch, als ich dachte. Ihr seid stärker, als ich dachte. Stärker, als ihr es während eurer Herrschaft als dunkler Lord jemals wart. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Die helle Seite ist stärker, als ihr denkt, Malak. Es würde mich reizen, euch lebendig in die Hände zu bekommen, Revan. Dann könnte ich euren Willen brechen und euch als meinen Schüler an mich binden. So wie Bastila. Wenn ich euch kontrollieren könnte, wärt ihr für mich ein weitaus größerer Gewinn als selbst Bastila und ihre Kampfmeditation. Aber ob das Risiko wert ist? Vielleicht seid ihr doch zu stark, um ein Schüler zu werden. Ich habe euch hintergangen, als mir klar wurde, dass meine eigene Kraft größer war als eure. Irgendwann könntet ihr das Gleiche mit mir versuchen. Was heißt hier irgendwann? Ich werde es jetzt tun. Aber ich werde der dunklen Seite nie wieder dienen, Malak. Leeres Gerede. Die dunkle und die helle Seite kämpfen immer in euch um die Vorherrschaft. Im Moment ist die eine Seite stärker. Aber das kann sich auch jederzeit wieder ändern. Retter, Eroberer, Held, Schurke. Ihr seid all das und mehr, Revan. Und doch seid ihr ein Nichts.
Letzten Endes gehört ihr weder zum Licht noch zur Finsternis. Ihr werdet immer alleine sein. Ich glaube an die Macht der Läuterung. Aber natürlich, was bleibt euch denn auch sonst übrig? Das Schicksal hat sich gegen mich verschworen. Euch trotz all meiner Bemühungen am Leben erhalten und euch in die Rolle des Erretters gedrängt. Alles lief unausweichlich auf unsere letzte Konfrontation hin, Revan. Ich verstehe jetzt, dass diese Sache nur geregelt werden kann, indem einer von uns den anderen vernichtet. Wieder einmal stehen wir uns im Kampf Mann gegen Mann gegenüber. Der Sieger wird das Schicksal der Galaxis entscheiden. So sieht das aus. Also komm her, Lähmungsfeld. Wäre auch zu einfach gewesen. Nochmal Lähmungsfeld, probieren wir es immerhin. Okay, es funktioniert nicht. Hätte mich auch gewundert. Dann kämpfen wir eben so, Mann gegen Mann. Ich hätte das Lähmungsfeld vielleicht nicht probieren sollen. Nein. Jetzt fängt der Spacko auch damit an. Heilen, heilen, heilen. Wir sind schon wieder betäubt. Verarschen kann ich mich selbst, ganz ehrlich. Leck mich doch am Suckerli. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich speichere einmal kurz ab. So, Nimmungsfeld werde ich jetzt nicht nochmal machen. Das fruchtet bei ihm ja offensichtlich nicht. Das heißt, wir greifen einfach normal an, denn starker Angriff trifft ja ab einer bestimmten Zeit nicht mehr. Und wir machen ihm nicht genug Schaden, dass wir ihn mit 3-4 Schlägen fertig machen würden. Deswegen greifen wir einfach normal an. Los geht's. Bitte was? Willst du mich verarschen? Wir treffen ihn auch so nicht? Dann greife ich jetzt stark an. Alter Schwede! Der ist einfach zu mächtig, der Typ. Erstmal heilen. Ich hätte mir ein Schild drauf machen sollen. Der macht uns mehr Schaden, als wir uns heilen. Komm, jetzt aber. Wir machen echt wenig Schaden, das ist das Problem. Okay. Nochmal heilen. Zweimal. Nein, 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 nein. Fuck! Spiel? Okay, Moment. Das Spiel hängt gerade irgendwie. Ah, jetzt ist es wieder da. Ich weiß nicht, was ich da jetzt machen soll, richtig. Oh. Och nee. Jetzt habe ich aus Versehen die Pause. Okay. Wir geben uns mal selbst. Eine Hyperkampfstimulanz. Und greifen an. Los geht's. Oh ja, das sieht schon viel besser aus. Ah. Wir müssen. Ja, genau, schön viel. Ach. Nein! Ja, das war aber auch doof. Das war schlecht von mir, dass ich da die Pause einfach gelöst habe. So. So. Erstmal die Hyperkampfstimulanz. Danke, dass du hier kurz wartest. Verfassungsenhancer? Verfassungsenhancer, dankeschön. Greif an. Los geht's, komm. Perfekt. Okay. Dann heilen wir jetzt. Zweimal. Perfekt. Okay. Okay, dann heilen wir uns wieder. Heilen, dann machen wir eine Machtrüstung. Machtrüstung. Dann heilen wir uns wieder. Ach, heilen wir uns noch 35, dann nehme ich lieber ein Lebenserhaltungskit. Das hier, zweimal. Ja, 54, viel besser. Ach, komm. Wir machen es echt sehr gut. Okay, jetzt Lebenserhaltungskit. Ihr verblüfft mich immer wieder, Revan. Wenn ihr damals die wahre Macht der Sternenschmiede entdeckt hättet, ihr wärt wirklich unbesiegbar geworden. Aber ihr wart ein Narr. Alles, was ihr sehen konntet, war eine enorme Fabrikanlage.
Eure Fantasie reichte nicht weiter als bis zu einer unendlichen Sternenflotte, die das Imperium überrollte. Ihr wart blind, Revan. Blind und dumm. Wovon redet ihr? Die Sternenschmiede ist weit mehr als nur eine Raumstation. In gewisser Weise ist sie ein lebendiges Wesen. Sie hat Hunger. Und sie ernährt sich von der dunklen Seite in uns allen. Schaut euch um, Revan. Seht ihr die Leichen? Ihr solltet sie noch von der Akademie kennen. Das sind Jedi, die fielen, als ich Dantooine angriff. Sie scheinen tot zu sein. In jeder Hinsicht. Außer einer. Ich habe nicht zugelassen, dass sie eins werden mit der Macht. Stattdessen habe ich sie hergebracht. Die Sternenschmiede verdirbt, was noch an Macht in ihnen steckt, und führt mir diese dunklen Kräfte zu. Ihr könnt mich nicht besiegen, Revan. Nicht hier auf der Sternenschmiede. Nicht, solange ich die Macht all dieser Jedi anzapfen kann. Und sobald ihr besiegt seid, werde ich das Gleiche mit euch anstellen. Ihr werdet in einer schrecklichen Existenz zwischen Leben und Tod gefangen sein. Und eure Macht wird mich stützen. Nee. Jetzt ist er wieder voll. So, erstmal wieder einen Energieschild auspacken. Welches nehmen wir denn da am besten? Ein Schild? Das Ding? Nee. Nahkampfschild nehmen wir lieber. So. Das machen wir dann auch sofort an. Wo ist es denn? Das ist echt eine schwere Situation gerade. So, Nahkampfschild an. So, dann Kampfstimulanz an und Machtrüstung an. Okay, jetzt greifen wir an. Ist egal. Einfach durch. Ah, wir treffen sofort nicht. Das ist kacke. Richtig kacke. Das wird nix. Wir treffen ihn einfach nicht. Scheiße. Okay, ab jetzt schneide ich das raus, bis wir es geschafft haben, den zu besiegen. Gut, wir sehen uns dann gleich.
Junge! Hast du wieder nicht gelernt? Oh, er ist stehen geblieben. Dann laufen wir jetzt weiter. Heil uns nochmal. Wo ist er? Da ist er, okay. Macht Rüstung an. Verfassungsenhancer. Stärke-Enhancer. Da kommt er gleich. Er kommt, glaube ich, angesprungen, oder? Scheiße. Okay, dann müssen wir ihn mindestens einmal schlagen jetzt. Machen wir zweimal. Machen wir zweimal draus. Ja! Ja! Unmöglich. Niemand kann mich besiegen. Ich bin der dunkle Lord der Sith. Das ist der Weg der dunklen Seite, Malak. Alle Dinge enden mit dem Tod. Nein. Die helle Seite wird immer stärker als die dunkle Seite sein. Ihr verbreitet immer noch. Immer noch die Weisheit der Jedi, wie ich höre. Vielleicht steckt doch mehr Wahrheit in ihrem Kodex, als ich je geglaubt habe. Aber ich frage mich trotzdem, was wohl passiert wäre, wenn unsere Rollen vertauscht gewesen wären. Wenn das Schicksal bestimmt hätte, dass ich in die Hände der Jedi gefallen wäre, hätte ich zur hellen Seite zurückkehren können wie ihr? Wenn ihr mich gar nicht erst auf den Pfad zur dunklen Seite geführt hättet, was wäre dann wohl mein Schicksal gewesen? Ihr könnt mich nicht für den Pfad verantwortlich machen, den ihr gewählt habt. Ich nehme an, das dürfte stimmen. Ich allein bin verantwortlich für mein Schicksal. Ich wollte der oberste Lord der Sith sein, der Herrscher der ganzen Galaxis. Aber dieses Schicksal war mir nicht bestimmt, Revan. Euch vielleicht, aber niemals mir. Und zum Schluss, da nun die Dunkelheit mich umfängt, bin ich ein Nichts. Da seid ihr ja. Was ist geschehen? Darth Malak ist tot. Es ist endlich vorbei. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Aber noch sollten wir nicht feiern. Mit Hilfe meiner Kampfmeditation ist es der Republik gelungen, die Linien der Sith-Flotte zu durchbrechen. Die großen Schiffe sind in Feuerreichweite. Und das bedeutet, dass wir hier raus müssen, bevor uns der gesamte Komplex um die Ohren fliegt. Alle anderen sind schon auf dem Schiff. Los, lasst uns gehen. Donner, wir haben Ihre Hauptorbitalstabilisatoren getroffen. Alle Mann zurück. Ich möchte keine Schiffe verlieren, wenn diese Raumstation untergeht. Wir haben es geschafft, Wanda. Die Sith sind besiegt und die Sternenschmiede ist zerstört. Aber um welchen Preis, Admiral? Wo ist die Ebon Hawk und ihre Besatzung?
es geschafft. Wir konnten doch nicht zulassen, dass die Siegesfeier ohne uns losgeht, Admiral. Ich sende euch eine Ehrengarde, die euch begleiten wird. Wenn wir nach Hause zurückkehren, werdet ihr als Held gefeiert. Ihr habt Malak besiegt, die Sternenschmiede zerstört und den Geist der Sith gebrochen. Daher ist es mir eine Ehre, euch dieses Abzeichen zu überreichen. Die höchste Auszeichnung, die von der Republik verliehen wird. Von Coruscant bis zum äußersten Ende des Outer Rims werdet ihr als der Ritter der Republik gefeiert. Im Namen des Jedi-Rats, der Galaxis und der Republik möchte ich euch für euer Handeln danken. Wir Jedi müssen uns jetzt einer anderen Aufgabe in der langen und großartigen Geschichte unseres Ordens widmen. Dem Bezwingen von Revan, dem verlorenen Ritter. Ihr werdet überall als der Retter der Galaxis erkannt werden. Der Held unserer Zeit. Aber ihr müsst wachsam bleiben. Denn eines Tages müsst ihr möglicherweise erneut die Ehre der Republik gegen die dunkle Seite verteidigen. Das ist das Schicksal des Jedi.